Entschuldigung. Hey, boy. Ja. Kleines, feines Hündi. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Ja, es ist leider so, ich konnte eine Zeit lang nicht aufnehmen. Was ist das da hinten? Also, nächste Mission. Da reiten wir mal hin. Das Problem ist ganz einfach nur, was mich halt extrem stört. Die haben da ja sehr, sehr viele Patches reingehauen in dem Spiel. Es ist mittlerweile so, dass ich maximal 2 Aufnahmen machen kann. Dann fängt das Spiel zu hängen. Obwohl ich die doppelte Leistung von dem Spiel habe. Ich kann mir das einfach nicht erklären, woran das liegt. Ich denke mal, weil die das halt so gepatcht haben. Ich finde es halt echt komisch und auch ein bisschen schade, weil ich spiele das Spiel extrem gerne. Und wenn man das dann so überpatcht, dass man das kaum noch spielen kann. Ich weiß halt, wie gesagt, immer noch nicht, wie es in Online-Modus ist, ne? Das kann ich nicht genau sagen. Da muss ich halt immer noch mal gucken, aber ich hatte jetzt privat sehr, sehr viel zu tun und konnte etwas längere Zeit lang nicht aufnehmen. Wegen private Dinge halt. Und als letztes kann ich mich noch dran erinnern, versucht Geld zu machen, indem wir Kadaver verkauft haben. Also quasi ich im Endeffekt. Also nein. Einfach nur nein. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich töte keine oder rette keine Gefangenen. Geht das jetzt? Wackelt das denn so? Ne, also man merkt, das Pferd braucht auch ein bisschen Liebe. Man merkt es. Bitte was? Ah, da sitzt jemand, habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann warte mal ganz kurz. Warm yourself a while. Thanks. You have regrets? I've been a loner for a long time. Prefer it that way. But my brother wrote to me and asked me if I'd help his family move out west. We hadn't spoken in years. Two very different fellers. But I thought this is something I can do. Carry on. Wish I could tell you this had a happy ending. I travel out to meet them, ride with the wagon train, them and a couple other families, all soft-handed city types. A couple of days in, my brother's irking me, something rotten. Ask him when I'm gonna settle down, acting like he's better. Oh yeah? So, guess as we start the climb to cross over the Grizzlies, I bolt and don't look back. And you know what? They got caught in bad weather in the mountains. Died. Every single one. Even started
eating each other. And I always have that one on my conscience. Look, I'm sorry. You need to hear this. I need to keep busy. I know you. Reckon you must be mistaken. Don't like you one bit. Whoa, I ain't even here. Ich weiß jetzt nicht, was das Problem war. Ich habe positiv geantwortet. Keine Ahnung. War auf jeden Fall gemütlich, die Runde. Na und sowas finde ich halt echt toll an dem Spiel zum Beispiel. Oder hier diese Landschaft. Alter Falter. Ich muss euch mal bei Gelegenheit das Sumpfgebiet zeigen. Das muss ich euch echt mal bei Gelegenheit zeigen, weil das ist auch voll schön. Natürlich auch Krokodile, ne, was man halt so kennt, aber trotzdem voll schön. Kann ich von hier aus eigentlich auf den Einstellungen zugreifen? Geht das? Ja, das geht. Ich habe ja hier mal ein bisschen was geändert gehabt. Ne? Mittel, niedrig. Ne? So ein bisschen. Ich kann das, glaube ich, gerade nicht ausstellen. Oh, ich habe 60 FPS drinne. Ups. Hä, aber warum ist es denn so unscharf? Manchmal habe ich das Gefühl. Ja, V-Sync, hier ist das, wovon ich geredet habe. Das habe ich ausgestellt. Weil es ist einfach ärgerlich. Weißt du? Dann die Hänger etc. pp. Ne, ich dachte halt, das liegt daran. Hallo, Pferd? Was ist los? Stopp! Alter Schwede, ist das Pferd doof? Ja, hat er Angst. Habt ihr gesehen? Da wollte, dass ich da lang reiten. Weil es Angst hatte. Darum. Das ist halt immer, dass es sich mal. Scheiße, es sind zu viele. Da sind ja noch mehr. Scheiße. Einen habe ich. Zweiten habe ich auch. Also, wir müssen ins Lager, glaube ich. Kann das sein? Täusche ich mich da gerade? Ne, wir müssen ins Lager. Okay, alles gut. Ja, sowas ist halt auch immer der Nachteil so, ne, an dem Game, ne?
Und manchmal hast du dann halt auch das Pech, dass sie in dem Moment den Headshot reindrücken. Das ist echt manchmal komisch. Aber ist ja auch im Endeffekt egal, ne? You busy, Arthur? Ja, ich bin busy. Hey, Arthur! What you want? Kann ich denn überhaupt was verbessern? Ne, das ist halt auch der Nachteil. Um das Lager zum Beispiel verbessern zu können, musst du halt dementsprechend auch opfern, ne? Und das Einzige, was ich mal machen könnte, wo ist die Spendenbox hier auf dem... Ah, da. Hier ist sie. Ne? Spenden tue ich. Ich bin zwar nicht für diese Outlaws, aber... ich finde ganz einfach, sowas gehört sich, ne? Man kriegt dadurch ein bisschen Plus. Was haben wir denn als Gegenstand? Ja, komm rein damit. Ne? Man muss ja nicht immer viel spenden. Man kann ja auch was langsamer angehen, ne? Warte mal, ich guck aber erstmal ganz kurz auf der Karte. Okay. Okay. Entschuldigung, falsche Taste. Lauf. Der neue Zoom. How you doing, old friend? It's funny. Us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Jose says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish. Ich mag den Dutch nicht, wa? Also dem hier, mit dem wir gerade gehen, ich hasse den. Ich mag den absolut nicht. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this crick you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along. Always dream crushing and bubble bursting. Come on, Hosea. Let's go fish. Come on, then. Weißt du, vor allen Dingen, was ich halt auch schon schade finde, er hier... Also Dutch. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son.
It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. But we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we have got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but... No buts! Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Hold. Gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy, Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you! Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Komm rauf mit dir, amigo! Here we go! Yeah! Let's go after that train! And do not shoot them, you hear me? Come on! Okay, du willst, dass ich ihn niederschieße? Wie soll ich sie sonst? Also. Ich würde sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao.